Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Ja Leute, heute geht es um den deutschesten Deutschen aller Deutschen. Ja, heute geht es um den Anzeigenhauptmeister. Wo ich das mitbekommen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, was ist denn da schon wieder los? Also was geht denn bei dem in der Möhre falsch? Ganz lieb ausgedrückt, nicht, dass ich auch irgendwas bekomme von ihm. Geht denn bei ihm ab, dass er so dumm ist und jeden anzeigt? Also das geht bei mir nicht in den Kopf rein. Bevor wir aber loslegen mit dem Video, lasst erstmal einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar und Kommentar von Algorithmus. Wir starten rein, let's go. Ja, Freunde, mittlerweile dürft ihn jeder kennen, den Anzeigenhauptmeister. Er macht halt so Strafzettel und so für Falschparker, auch für Sachen, die total unnötig sind. Zum Beispiel Dönermann, den er einfach seinen Tag versaut oder ich sag's mal nett versüßt mit einem kleinen Strafzettel, also das ist auch echt unnötig. Also ich würde mir als Polizist da teilweise denken, wenn ich anrücke, ich würde ihm eine klatschen. Ich würde, wenn ich den sehe, arbeitslos werden. Ich würde arbeitslos werden, weil ich dem so fett einen in die Fresse hauen würde, dass der nicht mal gerade stehen könnte. Und das für die nächsten 3 Monate. Weil das ist doch nicht normal. Natürlich nur ein RP. Also da gab es so eine Figur, jetzt mache ich den Monte, da gab es so eine Figur in GTA RP, Da natürlich nur, ne? So, auf den. Ja, keine Ahnung. Das ist echt richtig bodenlos, was der da macht. Der schreibt selbst seinen scheiß Nachbar auf. Sein Nachbar! Ey, der arme Nachbar! Ich würde da wegziehen. Der hat, wie er gesagt hat, dieser Nachbar, ne? Mein Kater blendet gleich mal einen Clip ein. Der Nachbar hat gesagt, ich habe für eine Frau, die im Urlaub ist, die Blumen gegossen. Oder so. Er hat nach was geguckt und er wollte da, Alter. Ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass so ein deutscher Bürger so eine Amtsanmaßung zu machen? Ah ne, Entschuldigung, ist ja keine Amtsanmaßung, weil er einen Buchstabe umgeändert hat. Weil er einen scheiß Buchstabe umgeändert hat. Was ist das? Junge, was fällt dem ein? Der fühlt sich auch wieder grüße Gott, ne? Bei dem muss ja so viel schiefgelaufen sein in seiner Kindheit, dass er wirklich sich traurig fühlt. Und er wird wahrscheinlich nicht geliebt, deswegen macht er das. Oder er ist einfach nur aufmerksamkeitsgeil. Eins von beiden. Wo ich mir auch teilweise denke, Junge, der Spiegel hat das doch gescriptet und gefaked, als ob das wirklich so krass ist, dass der da auf die Straßen geht und wirklich den Leuten sowas antut, Alter. Das ist ja wirklich schon krank. Das ist ja irgendein Fetisch von dem. Der in GTA-IP, der kriegt halt ein Ständerino da drauf, wenn er halt Leute da anzeigen kann. Also, das ist denn das? Was ist denn das? Wie kann es sein, dass es in Deutschland möglich ist, sowas zu machen? Für mich ist das Amtsanmaßung, ganz einfach. Ja, eure Meinung gerne auch ganz herzlich in die Kommentare und ein Abo da lassen, weil es haben tatsächlich nicht so viele Prozent von den Leuten, die zuschauen, auf meinen Kanal abonniert. Also könnt ihr das ganz, 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 ganz schnell mal wieder nachholen. Ja, Freunde, also meine Meinung ist zum Anzeigenhauptmeister. Gut, du bist ein kleiner... Ja, nein, alles gut. Natürlich der, den wir in GTA RP gesehen haben, der ist ein kleiner, ne? Wir sagen's, ich will nichts irgendwie anregen, weil ich hab keinen Bock auf irgendwie was in meiner Akte stehen zu haben. Ja, was soll ich da so sagen? Ich hasse so eine Menschen abgrundtief, weil die spiegeln unser Land so wieder, wie es eigentlich dargestellt werden soll. Jeder im Ausland, also es wird viel gesagt, Deutsche sind halt einfach so, die zeigen bei jeder Sache jeden an. Und das spiegelt er wieder und verkörpert er auch komplett und fühlt sich dabei geil. Und der Typ in GTA-RP, der Anzeigenhauptmeister in GTA-RP, kriegt da drauf auch noch eine Latte. Das ist nicht normal. Eine Latte, eine Bolzenlatte, also eine Latte beim Fußballtor, ne? Das meine ich natürlich. Meine Meinung ist zudem, such dir Freunde. Aber das wird schwierig. Der wird jetzt der gehassteste Mensch der Welt, der Deutschland sein. Und jeder wird denken, was hat der eigentlich für Probleme? Meine Meinung ist, er soll einfach aufhören. Er soll einfach aufhören und sich Hobbys suchen. Er soll sich einfach einen Job suchen. Ganz einfach. Ja. Bevor ich noch mehr ausraste, beende ich jetzt das Video. Hier sind die letzten beiden Videos verlinkt, sind auch ganz, ganz tolle Videos gewesen. Hier das Video, wo ich über Herr Izzy geredet habe und über die Ausbeutung von ihr für Geld. Und da habe ich über die Ausbeutung von Kindern in Social Media geredet. Hier findet ihr meinen YouTube-Clip-Kanal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ja, ich wollte jetzt nicht mehr so zu krass ausrasten. Das war's hier von mir. Habt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Haut da rein und ciao.